genau. Also, bitte sehr. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben Minigolf spielen. Ja. Auf dem Kartoffellandhof in Sieten. Hier gibt es nicht nur Gemüse und Obst zu kaufen, hier kann man auch Adventure Minigolf spielen. Und warum Adventure? Weil die Bahnen eigentlich nur äußerlich gerade aussehen, aber überall sind kleine versteckte Wellen, die den Ball nicht immer dahin fließen lassen, wo man ihn gerne hinhaben möchte. Und es ist hier eine Mischung aus Konzentration und Gefühl gefragt. Die heute auch Minister Jörg Vogelsänger unter Beweis stellen muss. Sein Ministerium hat den Bau der Anlage gefördert, weil sie ein touristisches Angebot ist, das auch Rollstuhlfahrer nutzen können. Wunderbare Anlage, ich muss mich bessern, aber es geht nicht darum zu gewinnen, sondern Spaß zu haben. Ne? Die Minigolfanlage wurde im August letzten Jahres eröffnet und zieht, wie Peter Kramer feststellt, viele Besucher an, manche sogar regelmäßig. Im September soll es ein Turnier der 30 Besten geben. Wir sind immer weiter auf der Suche nach Spielern, denn es ist ein Turnierplatz, der geht so, dass man den hier auch unter 36 Schlägen bewältigen kann. Muss man natürlich ein bisschen üben. Und es ist eine Sportart, die in anderen Ländern sehr verbreitet ist. Wir sind hier eigentlich noch so ein bisschen in der Pionierstellung. Spielen kann man noch bis Oktober während der Öffnungszeiten des Kartoffellandhofs. Gruppen sollten sich vorher anmelden. Auch auf dem nahegelegenen Spargelhof Sieten ist heute was los. Es wird zum Kaffeeklatsch geladen. Ausgerichtet von Carla Karstedt und Gregor Lutz, eine Veranstaltungsreihe der Stadt Ludwigsfelde. Normalerweise im städtischen Clubhaus, aber in den Sommermonaten geht's auf Tour in die Ortsteile. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich Sie heute begrüßen darf hier beim Kaffeeklatsch on Tour hier auf dem Spargelhof in Sieten. Und damit verbunden möchte ich auch gleich mich sehr herzlich bei Familie Eders bedanken, die auch dieses Mal wieder für diese städtische Veranstaltung die Türen aufgemacht hat, gesagt hat, klar, kommt her, wir freuen uns, wir sind gerne bereit. Wir sind auch diesmal, obwohl die Spargelsaison vorbei ist, noch lange da und sind Partner der Stadt. Vielen Dank dafür. Den Spargelhof gibt es seit über 20 Jahren. Stück für Stück ist er gewachsen, wurde immer an die Nachfrage der Kunden angepasst, erzählt Roderich Ehlers. Viel Spaß heute Abend. Die Spargelzeit ist zwar gerade vorbei, aber es gibt ja noch Erdbeeren, Kirschen und andere Produkte aus der Region. Na, wir versuchen so viel wie möglich selbst zu produzieren und andererseits arbeiten wir mit regionalen Betrieben gern zusammen, sodass das überwiegend aus der Region kommt, von der Milch bis zur Marmelade. Und wir haben doch einen gewissen Bekanntheitsgrad und die Ludwigsfellner und Berliner und Potsdamer kaufen gut ein und wir freuen uns, dass wir so angenommen werden. Auch der Kaffeeklatsch läuft gut. Es wird getanzt, gegessen und geplaudert. Und wie immer gibt es ein Hauptthema. Heute Theodor Fontane. Er wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Ich bin die Heimat durchzogen und ich habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte. Auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg war er auch in Sieden und Gröben zu Gast. In der Dorfkirche liest Gabriele Felgentreu aus Briefen vor, die Fontane an den hiesigen Pfarrer und dessen Frau schrieb. Er bedankt sich darin für Unterstützung und Gastfreundschaft. Lange saß er mit dem damaligen Pfarrer Wendland, um zu plaudern und die alten Kirchenbücher zu studieren. Die Originalbriefe befinden sich in Gröben. Die Abschriften und eine Kopie werden an die Stadt verschenkt und sollen im Museum gezeigt werden. Dann haben wir Biermaßkrugschieben, wir haben Sackköpfe und Eierlauf für die Familien geplant, wir haben einen Kinderstand, wir haben Hüftborgen, wir haben für abends einen Cocktailstand. Ab 20 Uhr eine Liveband aus Potsdam. Am 24. August wird in Sieten Familien-Sommerfest gefeiert, wozu Ortsvorsteherin Steffi Lessig herzlich einlädt. Außerdem wird noch für das Sommerkino auf dem Kartoffellandhof geworben. Und Bürgermeister Andreas Igel kann Erfreuliches in Sachen Brücke über den Großbärengraben berichten. Der Fördermittelbescheid in Höhe von 230.000 Euro ist da für den Wiederaufbau der Brücke, die vor 2 Jahren abgerissen wurde. Ist für uns wichtig, gerade Tourismus im ländlichen Raum, eine Brücke, die Richtung Großbären hochgeht, Richtung Berlin hochgeht. Das ist eine touristische Route, spielt sogar auch eine Rolle mit für Löwenbruch. Das ist der Raum, der von damit ländlich erschlossen wird. Aber sie ist auch wichtig für die Landwirtschaftsunternehmen im Raum dort, die jetzt dann wieder, wenn die Brücke gebaut ist, wieder mit vernünftigem Aufwand an ihre Flächen herankommen.
Der nächste Kaffeeklatsch on Tour findet am 7. August in Mietgendorf statt. Dann wird zum Picknick ganz in Weiß geladen.